Okay, Leute, ich werfe heute einen Blick auf den neuen A330 von LVFR, ja, also von Latin VFR. Der ist im Prinzip ganz knapp nach dem A330 von Aerosoft auch veröffentlicht worden. Und ich wollte mir den eigentlich gar nicht kaufen, weil ich habe einige der letzten LVFR Airbusse mir geholt und die sind für mich auch nur gerade so okay, ne? Also da hatte ich vermutet, dass der auch nur einfach so okay ist, und so ist es auch. Ja, also der ist nicht wirklich besser als der von Aerosoft. In meinen Augen in den meisten Sachen sogar eher ein bisschen schlechter. Was wieder nicht heißt, dass er schlecht ist. Er ist nur schlechter als der von Aerosoft. Ja, trotzdem ist es auch ein Add-on, das okay ist, auch für den Preis. Und momentan gibt es halt nur, ich sag mal so, zwei Sachen, die den A330 von Latin VFR etwas brauchbarer machen. Ich bezeichne es mal so, als den von Aerosoft. Und das ist der Fakt, dass der Latin VFR Airbus scheinbar erstmal zuverlässiger wirklich die Route abfliegt, vom Autopiloten her auch die Kurven ein bisschen besser nimmt und er halt beim Touchdown nicht diese Spirenzchen macht wie der von Aerosoft. Na, das sind so diese beiden Geschichten, die momentan in meinen Augen einfach die Wahrscheinlichkeit höher erscheinen lassen, dass ihr mit dem Latin VFR A330 auch wirklich euren Flug von A nach B ordentlich absolvieren könnt. Dann fangen wir auch hier mit dem Außenmodell an, würde ich sagen. Ja, ist in meinen Augen nicht wirklich besser als das von Aerosoft, aber auch nicht schlechter irgendwie. Ja, also die nehmen sich beide nicht wirklich viel. Die Texturen sind okay, ja, nicht mehr, nicht weniger. Und auch hier haben wir relativ wenig Polygone. Ja, also auch hier sieht man an den Rädern noch die Kanten. Sind zwar ein paar mehr Polygone, ja, aber unterm Strich sind auch hier die Räder noch deutlich eckig. Und da ist es einfach so, dass mich das aber wirklich nicht doll stört. Ja, und wenn euch das doll stört, dann habt ihr halt eine andere Einstellung dazu und das ist auch vollkommen okay. Und dann wertet ihr das auch anders, ja. Für mich ist das kein großer Kritikpunkt, weil mich das nicht doll stört. Ich sitze einfach die meiste Zeit im Cockpit und da stört mich sowas nicht. Und da könnt ihr mich totquatschen, wie ihr wollt, das wird sich auch nicht ändern. Ja, und hier bei den Texturen, auch hier sind die Nieten und Schrauben teilweise einfach aufgemalt, ja, zum größten Teil. Das haben wir auch beim Aerosoft A330 und das ist für mich okay. Das ist für mich einfach okay. Ja, es sind dann einfach keine Top-Texturen, aber das heißt auch nicht, dass es irgendwie crap ist oder schlecht ist. Also, ne, muss es immer relativ sehen, ne. Und wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, mein Empfinden. Wer mit solchen aufgemalten Geschichten und so nicht mehr leben kann, dem das zu hässlich ist, der muss dann halt Abstand nehmen von diesen Produkten. Ja, und ich habe ja auch beim Aerosoft A330 keine Kaufempfehlung ausgesprochen. Ich habe einfach nur gesagt, in meinen Augen ist das Teil okay für seinen Preis. Ja, und das gleiche gilt hier für den von Latin VFR. Ja, das Modell ist in Ordnung. Absolut okay. Und eine Sache, die hier zum Beispiel beim Latin VFR A330 zu beachten ist, ist, dass man für auch knapp 30 Euro gleich alle drei Engine-Varianten bekommt. Ja, also ihr bekommt gleich die Rolls-Royce-Variante, die GE-Variante oder GE-Variante und auch die Pratt & Whitney-Variante. Ja, sind alle gleich mit dabei im Paket. Ob eine Neo-Variante geplant ist, kann ich nicht sagen. Und es ist ja noch ein kleiner Unterschied, das hier ist nur ein 200er und ich glaube, der von Aerosoft ist ein A330-300. Das ist auch nochmal ein ganz kleiner Unterschied, aber ist nicht so derbe wie zum Beispiel zum 900er. Und dann ist noch ein Unterschied hier im Latin VFR, haben wir halt eine richtige modellierte Kabine. Ja, und die kann man auch vom Cockpit aus betreten, die ist auch dafür gedacht. Ja, hier geht dann auch die Tür auf. Das geht beim Aerosoft halt nicht, dass wir vom Cockpit aus in die Kabine kommen. Ist für mich, wie gesagt, einfach nicht wichtig. Ja, das ist für mich kein Punkt, um ein Add-on irgendwie schlecht zu reden oder da irgendwie was in der Bewertung negativ abzuziehen. Ne? Ich sag mal in Anführungszeichen, ja. Auch hier haben wir ganz viele Stellen, wo man Ecken und Kanten sieht, ja, also nicht wirklich viele Polygone. Das habe ich auch in ganz vielen anderen Flugzeugen schon gesagt, das ist für mich in der Kabine auch okay. Ja, wenn man hier das alles so eckig sieht, das hat einfach alles auch ein bisschen mit Performance zu tun. Und wenn die Entwickler ihre Flugzeuge auch auf der Xbox vertreiben wollen und nicht irgendwie unterschiedliche Modelldetails nutzen wollen, dann kann ich das verstehen, dass in der Kabine halt nicht
so viele Polygone benutzt werden. Ich spare mir das mal bis hinten durchzugehen. Kabine ist vollkommen okay für mich, aber wie gesagt, jetzt kein Grund zu sagen, dass das Teil besser ist als der von Aerosoft. Wenn für euch die Kabine wichtiger ist, dann ist das für euch wieder ein Kriterium, wo ihr sagen könntet, okay, nein, der von LVR ist für mich besser als der von Aerosoft. Ja? Für mich ist es einfach kein Kriterium. Und auch da könnt ihr versuchen, mich loszureden, werdet da nicht schaffen. So. Und das ist das Cockpit. Und das ist in meinen Augen von der Textur her auch okay, na, für den Preis. Was mich hier so ein bisschen stört, ist die Beleuchtung. Im Cockpit von Aerosoft habe ich ein bisschen mehr dieses Cockpit-Feeling. Das ist ein bisschen dunkler. Also ein bisschen mehr diese Schattenspiele, die fehlen hier einfach, ja. Hier oben hat man so gut wie keine Licht- und Schattenspiele. Ja, wenn wir hier sitzen und nachher auch wirklich hier so ein bisschen Sonne und sowas haben und Schatten und so, wenn wir hier hochgucken, das sieht immer so aus. Da ändert sich nichts, ja, irgendwie von der Beleuchtung her. Ansonsten sind die Texturen im Cockpit in meinen Augen ein klein wenig schlechter als bei Aerosoft. Ja, gerade hier vorne sowas, das sieht alles ein bisschen grob auflösender aus und nicht so schön mit 3D-Strukturen versehen. Aber ansonsten heißt das auch wieder nicht, dass das ein schlechtes Cockpit ist. Es ist einfach nur in meinen Augen ein klein wenig schlechter als das von Aerosoft. Ansonsten von der Systemtiefe her ist er definitiv schlechter als der von Aerosoft. Ja, also er hat weniger Systemtiefe. Er hat hier eher wirklich mehr die ganzen Default-Systeme. Das merkt man. Ne? Also sind wesentlich weniger Knöpfe klickbar. Ja, wir können hier zum Beispiel auch nicht die Klappe aufmachen für die Sauerstoffmaske. Das geht zum Beispiel im Aerosoft A330, hatte ich nicht gezeigt, hatte ich vergessen. Wir können hier das Fenster nicht öffnen. Ja, und das sind so Geschichten, die einfach dann etwas schlechter sind als im Konkurrenzprodukt von Aerosoft. Ja, bei Aerosoft konnten wir die Knöpfe, glaube ich, sogar drücken. Ja, und Feuertest wenigstens machen, und das geht halt hier in LVFR auch nicht. Das ging in den anderen Airbussen von LVFR auch nicht. Ja, das ist jetzt nichts, was ich jetzt plötzlich irgendwie schlecht rede oder so, das ging vorher schon nicht. Und deshalb sind für mich eigentlich die LVR-Airbusse auch immer nicht so in Frage gekommen zum Spielen. Die bereiten mir jetzt zum Beispiel nicht wirklich Spaß, ne? Deshalb fliege ich die eigentlich so gut wie nie. Die entsprechen nicht so meinen Mindestansprüchen, um ein bisschen Spaß zu haben. Das Tablet ist auch nicht so schön wie im Aerosoft Airbus. Ja, es ist trotzdem alles eigentlich drin, was wir so brauchen, mehr oder weniger. Was ein ganz großer Nachteil ist, ist in meinen Augen, was ich wirklich als Nachteil auch sehe, wir haben hier im LVFR Airbus keine Möglichkeit, unsere Throttle zu kalibrieren. Das war auch in den anderen LVFR Modellen nicht. Das heißt, Leute, die nicht über externe Geräte irgendwie oder externe Programme ihre Geräte ansteuern, X's and O's, Buttonex oder FSU EPC oder so, die werden wieder Probleme haben, hier den Umkehrschub einzuprogrammieren. Ja? Das ist in meinen Augen wirklich ein technischer Nachteil, der sich beim Spielen auch bemerkbar macht. Ja, ihr könnt die Rasten nicht wirklich definieren. Das ist halt ein großer Vorteil, den der Aerosoft A330 dem LVFR gegenüber hat. Ja, auch der Aufbau des Tablets, die Auflösung und so, die ist im Aerosoft-Teil einfach ein bisschen besser. Ansonsten von der Funktionalität ist hier das meiste auch da. Ja, Navigraph können wir aufrufen, wir können SIM-Brief ziehen, wir können die ganzen Übersichten sehen mit ZFW und Blockfuel. Wir haben eine Checkliste drin. Ja, die haben wir zum Beispiel im A330 nicht im Tablet direkt integriert. Wir haben Performance-Rechner, ja, auch nichts großartig Spannendes anders. Allerdings fehlt hier zum Beispiel die Berechnung vom Trim. Na, das kommt hier zum Beispiel nicht mit raus. Kann aber auch sein, dass es da in Real Life auch Unterschiede gibt. Das ist eine Geschichte, kann ich nicht beurteilen. Ne? Sag's einfach nur. Ja, hier gibt's zum Beispiel keinen Trim in der Ausgabe. Dann haben wir eine Ground-Seite. Ja, hier können wir auch bestimmte Services anfordern, GPU, die Türen alle aufmachen. Na, jetzt habe ich doppelt geklickt. Jetzt hat er es wieder weggemacht, glaube ich. Ja. Ja, es geht über die Seite. Passagiere können wir hier setzen, Cargo können wir setzen, Fuel können wir setzen. Wir haben halt keine Möglichkeit, irgendwie so eine Art Boarding zu starten, ja, oder eine Betankung zu starten, sodass das peu à peu geht, wie zum Beispiel im Airbus von Aerosoft. Ja. Das ist ein Feature, das der von Aerosoft halt bietet. Hier haben wir eine Einstellungsseite.
einfach ein paar Units. Das ist wieder eine Geschichte mit den Announcements, die hat der LVFR und die hat der, also die hat der LVFR Airbus, der hier, ja, und die hat der Aerosoft Airbus nicht. Ja, wir können ja sogar verschiedene Sprachen für die Announcements einstellen, die kommen aber alle automatisch zu bestimmten Punkten, die können wir also nicht manuell triggern. Dann Simbrief ist klar, die ganzen Einstellen. Ich habe eigentlich Einstellungen, ich habe dann hier Disabled eingestellt, Autofetch. Ja, wenn das an ist, dann wird beim Hochfahren des Flugzeuges eigentlich gleich automatisch Simbrief abgefragt. Das gefällt mir nicht so. Hier habt ihr Navigraph Settings, nochmal von der Qualität her mehr oder weniger, sodass Leute zum Beispiel auf der Xbox das alles ein bisschen runtertunen können. Ja. Panel States, ganz normal, nichts Besonderes, aber wie gesagt, mir fehlt hier wirklich eine Konfiguration vom Throttle und da habe ich auch im FMC nichts gefunden. Wenn das im FMC jemand findet, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich habe es nicht gefunden, okay? Das ist einfach eine Geschichte. Mir können einfach auch Fehler unterlaufen. Das dürfte man nicht vergessen. Ich brauche bloß ein Mensch. Ne? Und das ist das Tablet. Ja, ist auch wieder eine Geschmackssache. Hauptsächlich, ja, ich finde es nicht so schön wie das von Aerosoft. Simbrief. Aber er hat ihn schon wieder automatisch gezogen. Eigentlich wollte ich, dass es nicht automatisch zieht. Sync Payload, Sync Fuel. Ja, müsste ich mal kurz kontrollieren, ob das hinkommt. Ja, das sind ungefähr 13 Tonnen und das kommt hin mit 160 Tonnen. Pi mal Daumen. Also 170 Tonnen Startgewicht. Kommt hin. Hier, ne? So 173 Tonnen. Dann hier oben, wie gesagt, hatte ich erklärt, ist nicht so viel klickbar, ne, wie im Aerosoft-Teil. Ich mach mal externe Power an. Ach, ist schon an. Komischerweise. Ach, er hat nicht nur das Card gerufen, sondern er hat es gleich angeschaltet. Okay. Ja, und hier haben wir nochmal Available. Können wir auch noch mit anschalten. Machen wir alle Batteriedinger an. Die ADS gleich einschalten, ups. Und ansonsten, wie gesagt, ne, deutlich weniger Knöpfe zum Drücken. Good morning, ladies and gentlemen. This is the captain speaking. On behalf of ourselves and the entire cabin crew, we would like to wish you a calm and safe flight. We have just finished loading and will soon start taxiing to the runway. The flight should take place according to the scheduled time. We ask you to read the safety cards on the seats in front of you and follow the cabin crew's instructions. Thank you and have a nice flight. Ja, das war jetzt eine Durchsage vom Captain. Ich habe das wieder auf Englisch gestellt, ich wollte es eigentlich mal auf Deutsch lassen. Ne, ist eigentlich auf Deutsch. Okay, dann ist das wahrscheinlich nur für die Kabine. Ja, hier gehen zum Beispiel nicht mal Schalter wie Emergency Exit Light oder so, ja, die funktionieren ja nicht. Und das sind immer so Geschichten, wo ich sage, das ist wirklich dann das unterste Level von okay. Ja, ja, hier können wir nicht mal Shut und Open. Ist halt so. Ne? Ist halt wirklich die Default-Systemtiefe. Ja, also die Standard-Systemtiefe vom Standard Airbus. Ich habe geguckt in die Panel-Config, also die Anzeigen verweisen zumindest auf selbstgeschriebene Panels, HTML. Da kann dann trotzdem aber auch Code vom Standard Airbus noch hinter sein. Ne? Was hier wieder ein großer Vorteil ist, ja. Was ein Pluspunkt ist, ist, hier haben wir diese, mir fällt der Fachbegriff nicht ein, aber dass wir diese Taxiwege sehen, ja, diese Airport-Übersicht. Ich habe von im Handbuch habe ich es gesehen. Ne? Das ist ein großer Vorteil, ja, dass wir den hier beim Rollen nachher uns schön im ND orientieren können, weil wir direkt die Taxiwege und sowas alles sehen. Großer Vorteil. Terrain an ND geht hier auch, das ging im Aerosoft noch nicht. Ja, auch, ich sag mal, ein Pluspunkt. Und Wetterradar geht hier auch. Das ging im Aerosoft aber auch. Ja, das geht in beiden momentan. So. FMC. Database ist veraltet. Habe ich die nicht geupdatet? Okay, dann ist es so gerade. Init-Page. Ja. Ich könnte jetzt quasi alles von Hand eingeben oder aber... Also es gibt ja keinen Button zum Ziehen aus Simbrief. Das funktioniert dann hier über den Button Syncplan.
Also zumindest war es vorhin so. Erstaunlich jetzt gerade. Manchmal klappen Sachen auch einfach nicht. Ja? Also das hat vorhin geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, jetzt ist drin. Okay, ich habe die Seite nochmal neu aufgerufen. Ne? Jetzt ist dann quasi der Plan geladen, ne? von Simbrief, mehr oder weniger. Ich ändere das nochmal ganz schnell, weil ich hier wieder gar nicht wirklich wegfliege, sondern wir bleiben mal... Ach nee, können wir ja... Ich kann es so lassen. Mach nachher einfach ein Direct Tool, dann ist gut. Performance, nee, Flightplan eher schnell. Er hat sogar die Star mit übernommen, so wie es aussieht. Okay. Ist eigentlich ungewöhnlich, ne? Aber jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Hat er denn die SID und so auch gleich drin? Adgub. Nee, SID hat er nicht reingenommen. Dann machen wir eine rein. Arrival 25 links. Das finde ich komisch. Weil gestern im anderen hatten wir doch schon die 24 links drin. Ich habe, glaube ich, die eigentliche Datenbank vom... Oder der LVR hat auch eine eigene Datenbank für Navigraph gegeben. Falls das kann auch sein, dass ich mich da jetzt vertue. Weil da habe ich natürlich jetzt nicht nochmal in Navigraph reingeguckt. Ja? Hier ist noch die 25 links drin. Klappt aber, zumindest im Sim, ne? Also ich bin natürlich schon eine Testrunde geflogen und er ist auch ordentlich gelandet, ja, also hat das ILS auch ordentlich angezeigt. Wir nehmen mal Adgo. Ja. Oh. War ein ganz kleiner Fehler. Habe ich zu schnell geklickt vermutlich. User. Das ist nicht gut. Das ist Adgub doppelt drin, ne? Na, der Airbus hat zum Beispiel kein eigenes LNAV-Modul, ja, und auch kein eigenes VNAV-Modul. Das sind die Default. Es ist auch nicht wirklich alles wirklich gut hier drin. Nee. Destination Adgub, was ist das jetzt? das haut jetzt auch gar nicht hin, ne? Auch Fehler. Ja, das kann aber auch sein, dass es jetzt an irgendwelchen Datenbanken liegt, die nicht hinhauen mit Simbrief zum Beispiel, ja, dass es da wieder Diskrepanzen gibt. Aber das haut jetzt gerade gar nicht hin. Ich gebe doch mal schnell was ein und dann machen wir weiter, ja. So, nee, doch hier wirklich mal die Diskrepanz, ja. In den Datenbanken. Schönefeld, Departure, ist schon die 24 drin und im Abflug sind noch die 25er drin. Das kann ich jetzt aber nicht unbedingt dem Add-on anlassen, ja. Das kann jetzt irgendwas bei Navigraph, Datenbank im Sim oder was auch immer sein. So, ich habe jetzt nochmal ganz schnell neu eingegeben, ja. Dass wir hier nur schnell eine Runde in Schönefeld fliegen. So, reicht. Ja, INI 2 schnell. Das war verkehrt. So, hier übernimmt er eigentlich automatisch alles 35. Kommt das hin? Eigentlich war doch 13 geladen. Ach, das hatte ich vorhin aber auch festgestellt, dass er das nicht wirklich gut synchronisiert hat hier mit der Beladung. Ne, hier stehen noch 45 drin. Natürlich nicht richtig. Ich gehe mal runter auf... Nehmen wir ein bisschen mehr mit. Ja, also so richtig hundertprozentig ausgereift ist das Teil auch noch nicht, ja. Auch LVFR schmeißt das Teil vermutlich einfach aus finanziellen Gründen jetzt raus. Da muss man auch nicht großartig einen Hyperintelligenzquotienten für haben, um das zu erkennen, warum die Firmen jetzt ihre Adrenal 30 rausschmeißen. Ja, also... So... Lass mal nochmal gucken, nochmal sinken. Ich da nochmal was ändert. Wo war denn das? Hier, Sync Fuel. Ja, nee, hier haut auch was nicht hin, ne? Ist auch noch nicht bugfrei, das Flugzeug, ja. Ich lasse es mal so, wir fliegen bloß eine kleine Runde.
Performance, ich guck mal hier durch. Und der hat vorhin zum Beispiel bei mir ein Wheelie gemacht im Takeoff. Ja, das auch unerklärlich. Ich hatte ein bisschen die Trimmung los abgesetzt und da ist er bei 50 Kias einfach mit der Nase hochgekommen. Ja, als ob man mit dem Motorrad zu viel Gas gibt. Das ist auch nicht wirklich schön. So. Kann ich hier noch nichts wegklicken? Doch. Müsste er nicht eigentlich auf die normale Seite gehen, wenn ich hier wegklicke? Ist wieder eine Sache, die ich nicht hundertprozentig weiß. Okay, wir setzen mal Flaps 1. Kann das ja gegebenenfalls mal durchrechnen. So, Crossweight, das kommt. Naja, mit dem würde es auch nicht hinkommen. Also, weiß ich auch nicht genau. Das kommt jetzt hin. Zumindest mit dem, wie es hier steht, ja, im Dingsbums da. EDDB. Enter. Das passt alles. Ich will Air Condition anhaben. Wetter sinken wir mal mit Live Wetter. Ist schon. Und Calculate, ne? Also, wir schmeißen es hier. Mach nur die Flaps raus, ja, kein Trim. Das ist auch nicht so dramatisch. Aber es ist halt wenig selbstprogrammiertes System hinter, ne? Es ist ganz viel DV-Zeug. Also Standardzeug. So. Haben wir alles? Haben wir alles. So, dann lassen wir die Performance-Page. Ist das überhaupt getrennt hier? Ah, guck mal, ne? Hier kann ich zum Beispiel das zweite FMS gar nicht bedienen, ne? Ist auch zum Beispiel wieder ein Nachteil gegenüber dem von Evosoft. So. Können wir auch nicht klicken. Das ist für mich auch nicht verständlich. So kleine Pillepalle-Schalter. Habe ich aber auch immer wieder gesagt. Der ist jetzt nichts, was ich jetzt plötzlich seit gestern oder so anmerke. Predicted Wind Shear können wir nicht schalten und wir können nicht mal Decals schalten. Ne? Eigentlich auch wichtige Knöpfe für die normalen Prozeduren, sag ich mal so. Und damit sind wir fertig. Pushback-Tool funktioniert auch nicht wirklich gut in dem hier. Ich lasse mich jetzt einfach mit Shift-P rückwärts pushen. Bei den Pushback-Tools wäre ich aber mal vorsichtig. Aus dem EFB, ja, die können mit irgendwelchen Szenerieansprüchen oder GSX Pro oder was auch immer irgendwie so ein bisschen kollidieren. Und das muss nicht immer der Fehler vom eigentlichen Flugzeug-Add-on sein, ne? So. Dann machen wir mal das Beacon an. APU Bleed an. Gehen nochmal auf die Ground Page. Machen hier natürlich alles zu. Und hier war das Pushback, ja. Ich probiere es nochmal kurz, aber es hat vorhin nicht wirklich funktioniert, ne? Also das mit dem Lenken nicht. Er konnte einfach nur gerade rückwärts schieben, konnte hier nicht steuern. Wie viele Liveries insgesamt beißen, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe nur die Pratt & Whitney-Variante geladen und die hat 4 Liveries zum Beispiel dabei. Gehen wir davon aus, das wird bei den anderen Varianten auch ähnlich sein. Ja, also auch so 11, 12 Liveries, das ist dann ähnlich wie im Airbus von Aerosoft. So, okay, Parkbremse lösen. Ich starte die Triebwerke mal, wenn wir stehen, dann können wir uns ein bisschen besser auf den Sound konzentrieren. Ja, und beim Sound habe ich auch reingeguckt, die Dateien, die ist zum Beispiel auch mit im Soundverzeichnis von dem Latin oder LVFR Airbus ist zum Beispiel auch die A320 Neo Sounddatei vom Standard Microsoft Flight Simulator. Ob die da jetzt vielleicht nur irgendwelche Piep-Sounds oder Schalter-Sounds rausnehmen und die Engine-Sounds, die extra Dateien sind, das kann ich nicht sagen, ja. Aber jetzt zum Beispiel einfach auch diese Standard Default A320 Neo Sounddatei mit im Paket mit drin. Ja, bei diesen Marktplatzflugzeugen sieht man leider die eigentlichen Config-Dateien, die sind halt alle verschlüsselt, ne? Da kann ich jetzt nicht prüfen,
ob der Engine Sound selbst ist, selbst gemacht ist oder ob das wirklich der A320 Engine Sound jetzt ist. So, ich gucke mal, ob ich steuern kann. Nicht wirklich, ne? Doch! In die eine Richtung hat er es gemacht gerade, ne? Jetzt macht das, okay. Dann habe ich vorhin vielleicht nicht oft genug geklickt oder so, keine Ahnung. Okay. Ja, aber der Pushback an sich bei Aerosoft hat auch geklappt. Ja, da konnten wir sogar übers Tablet einfach die Position so ein bisschen einstellen. Da kam zwar das Auto nicht mit, aber das sind, wie gesagt, Geschichten, die können einfach an der Szenerie liegen, an G6 Pro oder irgendwelchen anderen Pushback-Tool-Add-ons, was auch immer. So. Fährt er jetzt auch wirklich weg? Stelle ich die Kamera schon mal hin. Und dann starten wir mal die Engine 1. Mal kurz checken, ja. Bleed ist an, jawohl. Mal was vergessen? Das ist eigenartig zum Beispiel. APU Bleed ist an. Ach, die APU an sich ist nicht an. Ja, dann ist klar, dann startet es nicht. Okay. Habe ich das vorhin nicht geklickt? Dann habe ich nicht richtig getroffen, ne? Möglicherweise. Dann ist klar, dass er nicht startet. Gestern kam übrigens auch ganz kurz ein Kommentar im Video, dass nicht nachvollziehbar ist, warum der Engine-Sound im Start genauso laut ist wie beim Laufen oder so. Der wurde auch gestern teilweise einfach von der APU ein bisschen überlagert, glaube ich. Als ich den Sound im Stand demonstriert hatte, da war die APU noch an. Na, das ist jetzt alles APU-Sound gerade. So, available. Komischerweise hatten die Packs aber keinen Fault angezeigt, ne? Hätte auch sein müssen. So, dann gucken wir mal schnell, ob es jetzt geht. Ja, jetzt passiert was. Ja, und momentan wird es halt noch unheimlich stark auch von der APU überlagert, ist halt einfach so. Ganz leise, im Hintergrund hört man die Durchsage gerade.
So, ich mach mal die APU aus, bevor wir diesmal die Engines hochfahren für den Soundtest, dass die halt nicht mehr so überlagert. Na, schon mal Taxilicht anmachen. Na, ich warte wirklich, bis er runtergefahren ist. Wie gesagt, das geht hier nicht. Hier oben ist alles eingestellt. So, APU ist aus. Ich find's komisch, dass es hinten leiser ist als vorne, ja? Irgendwie, also gefühlt jedenfalls. Müsste es nicht eigentlich umgekehrt sein? Und ich kann halt immer nicht entscheiden, ja, oder ganz schwer raushören, ob das jetzt wirklich der originale Engine-Sound ist oder nicht, ja. Ob sich wirklich eine Pratt & Whitney so anhört oder nicht, das müsst ihr für euch selber beurteilen, das kann ich einfach nicht. Da gehen wir mal einen Umkehrschub rein. Pushback Auto steht noch da, warum eigentlich? Shift P. Der fällt weg, aber es kann sein, dass jetzt nochmal ein anderes kommt. Das ist irgendwie gestern auch ganz eigenartig gewesen. Oder vorhin beim Testen, sagen wir es mal so. So. Dann haben wir den Sound auch mal gehört. Und dann rolle ich jetzt vor, dann starten wir kurz und machen auch wieder eine Landung hier. Das gleiche im Prinzip wie gestern. So, und wir kommen jetzt zur Haltelinie und ich will mal kurz demonstrieren, dass das Ground Handling, ja, also das Lenken, auch ein bisschen schlechter ist als im Airbus von Aerosoft. Er begrenzt den Einschlag schon wesentlich früher, ja, so ab 10 Knoten können wir schon nicht mehr wirklich lenken. Und er schiebt deutlich stärker über die Vorderräder. Ja, der Aerosoft Airbus hatte wesentlich mehr gefühlte Bodenhaftung. Also bei der Geschwindigkeit ist der Aerosoft wirklich fast noch auf der Stelle gedreht. Ja, und der schiebt hier einfach nur über die Räder. Ja, und gehen wir auf 10 Knoten hoch. Und da bewegt sich dann so gut wie gar nichts mehr. Ich mal rüber, jetzt sind wir bei 10 Knoten, ne? Und der Einschlag ist schon ganz stark begrenzt. Ja, ich lenke jetzt auch volle Kanne, ja, aber man sieht auch schon, dass der Einschlag wirklich sehr früh extrem eingegrenzt wird. Kann durchaus sogar realistisch sein, ist mir bisher aber bei keinem anderen Airbus wirklich großartig aufgefallen. Ja, also es hat keiner wirklich so einen starken, frühen Einschlagbegrenzungskurve. Punkt, Dingsbums, egal. Ah, guck mal, die Szenerie von Aerosoft ist schon geupdatet, ja, auf 24 links. Da habe ich nämlich ein Update gezogen am Sonntag und das ist schon aktuell. Coole Geschichte. Habe ich nämlich gestern vergessen zu gucken. So! Ich versuche mal das mit dem Wheelie wieder zu demonstrieren, ja, bevor Leute nachher sagen, das glauben wir dir nicht oder irgendwas. Mir werden ja hier momentan echt schlimme Sachen schon wieder unterstellt.
Und ganz ehrlich, Leute, ey, wenn ich von Aerosoft bezahlt worden wäre, um das Flugzeug schön zu reden oder was auch immer, dann hätte ich es doch schön geredet. Ich habe doch das Flugzeug nicht schön geredet. Dann hätte ich doch auch die ganzen Bugs und so weiter nicht gezeigt. Ja, also ich verstehe es nicht. Und ich habe auch keine Kaufempfehlung ausgesprochen. Unglaublich, was manche Leute sich da so denken bei. Das passt alles. Hier gehe ich mal in den Heading-Modus. Das nochmal an. Ist das normal? Das ist auch nicht normal, oder? Dass, wenn ich die Bremsen trete, Autobrake ausgeht? Also, in meinen Augen auch nicht normal. Das ist wieder rausgegangen auch, ne? Nee, ach hier. Hier hat sich was umgestellt. Wartet mal. So. Flaps ist 1. Wie gesagt, hier kann ich nicht rumfummeln. Predicted Wind Shear kann ich auch nicht anmachen. Terrain funktioniert. Ich zeig's nur kurz. Ja, zum Beispiel sind ja aber wirklich die Anzeigen gesynkt. Ja, es gibt nicht mal getrennte FO-Anzeigen. Ist halt wirklich deutlich unter der Systemtiefe vom Aerosoft Airbus. So, zack. Ja, dann lassen wir das Autobrake halt aus, dann ist es so. So, und ich habe jetzt momentan eine neutrale Trimmung drin. Und ich trimme mal. Ne, was haben wir gerade? 3 ab, 1 ab. Ich lasse es mal so. Na, ich lasse es mal so. Laut. Ich vergleiche mal sicherheitshalber. Wartet mal. Center of Gravity. 35 Center of Gravity. Da müssen wir eher hier hingehen. Hier so in die Richtung. Aha. Und dann wird es jetzt kein Wheelie. Er wird aber sehr zeitig wirklich die Nase hochnehmen wollen und ich muss gegenhalten. Ja, so war es dann in meinen beiden anderen Tests. Ne? Also ich hatte ein bisschen hochgetrimmt. Also ich hatte es so gelassen, wie es war. Ja, das waren so auch auf 3 oder so. Und da hat er einen richtigen Wheelie gemacht. Nee, ich will das mal zeigen. Ich will das wirklich mal zeigen. ich stelle das mal wieder so ein, wie es war, glaube ich. Wir waren hier so bei 1, noch was. Ne? Hier waren wir ungefähr 32er Center of Gravity. So war das ungefähr eingestellt. Mal gucken, ob das wieder klappt mit dem Wheelie. Achso, ich starte mal schnell nochmal. Sky Dolly. Er kommt schon wieder hoch. Seht ihr das? Ja, bei 80 Knoten, das finde ich ein bisschen extrem. So, wieder runter trimmen. Ja, irgendwie haben die Bremsen kaum eine Wirkung. So. Sollte trotzdem reichen, locker von der Entfernung. Auch keine Callouts, Alienots. Hat der von Aerosoft aber auch nicht. Ja, er geht noch nicht ins Fly-by-Wire über. Ist auch nicht so schön eigentlich. Fahrwerk einfahren, jetzt ist er am Fly-by-Wire, also im normalen Modus. Ja, ND und Terrain geht. Dafür hat er aber auch keine 2 Autopiloten. Ja, es funktioniert zwar Autoland, aber man kann es nicht als Dual-Autopilot anzeigen lassen, ja, weil es wirklich das Standardsystem dahinter ist, ja, vom Microsoft Flight Simulator, und da hat Aerosoft halt doch ein bisschen mehr reinprogrammiert, auch wenn es nicht gerade 100% hinhaut im Moment.
Das ist halt der Haken an der Sache. Dann bringt es auch nicht wirklich viel, ne? Da gebe ich euch schon auch recht. So ist es nicht. So, Flaps ab. Also der Wingflex sieht schon auch ein klein bisschen besser aus. Da bin ich gestern übrigens gar nicht drauf eingegangen. Der Wingflex im Aerosoft Airbus ist nicht so schön. Ja, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Da bewegt sich das nur hier so außen so ein bisschen. Das sieht hier zum Beispiel deutlich besser aus. Warum geht denn der schon so hoch mit der Geschwindigkeit? Er müsste eigentlich erkennen, dass wir unter 10.000 sind und im gemanagten Speed bleiben. Ach so, mein Fehler. Entschuldigung, mein Fehler. Lever nicht zurückgezogen. Ach. Ja, das ist natürlich. So. Das ist Pilotenfehler gewesen, beziehungsweise Anwenderfehler, Spielerfehler. Und die hatte das im Test zum Beispiel aber auch nicht richtig geklappt mit dem Approach-Modus. Ja? Er ist nicht wirklich im gemanagten Modus auf die V-App runtergegangen vorhin im Test. Da bin ich mal jetzt gespannt, ob das jetzt klappt oder ob das ein einmaliger Bug war oder ob das jetzt reproduzierbar ist. Da musste ich unterm Strich auch manuell hier einstellen. Das ist auch nicht so schön. Ich lasse das alles gleich an. Jetzt hängt da wieder kurz. Lädt wieder irgendwas nach. War das gestern nicht an der gleichen Stelle mit dem anderen Airbus? Ja. Da muss er irgendwas nachladen in der Szenerie oder so, dass er hier immer kurz hängt. Da bin ich schon gespannt auf den 2024, ob das mit meiner Internetleitung alles überhaupt so schön funktioniert. Da habe ich so ein bisschen Bammel vor. Da muss ich nämlich sonst alles vorher schön cachen immer. Das ist auch blöd. So, machen wir Direct 2 nochmal zum Testen einfach. Geht dann nicht automatisch? Okay. Frequenz kurz checken. Da warte ich mal noch kurz ein bisschen. Und Approach-Modus checken. Dazu gehen wir mal schon alles ein. Das hat vorhin aber funktioniert. Ja, der Approach-Modus an sich hat funktioniert. Er ist nur am Ende nicht bis ganz runtergegangen. Ich habe, glaube ich, Standardluftdruck. 26 Grad. Also Wetterpreset wieder, ja. Und ich glaube ungefähr so. Dann bin ich mal gespannt. Das hatte geklappt. Jawohl, das klappt auch. Müsste auf Green Dot runtergehen. Theoretisch. Ist nicht ganz in der Notch drin. Jetzt ist er in der Notch drin. Macht er jetzt auch nicht wirklich. Ging vorhin. Vorhin ist er wenigstens auf Green Dot runtergegangen und auf S-Speed automatisch.
Und da hat es dann aufgehört. Jetzt geht er weder auf das eine noch das andere. Ist der Autosvorteil komplett rausgesprungen? Eigentlich nicht. Ja, auch wieder sehr eigenartig. Okay, dann machen wir es manuell. Bewegt sich aber auch nichts gerade. Also, es sind beide Produkte nicht wirklich fehlerfrei. Das ist natürlich jetzt aber ganz blöd, weil dann können wir gar nicht landen, oder? Ist wieder nicht in einer Climb Notch? Jetzt wäre Climb Notch. Jetzt. Jetzt übernimmt das, okay. Musst du nochmal klicken. Dann gucke ich mal, ob er jetzt auch im gemanagten Modus. Ne, geht er wieder auf 250. Das ist definitiv nicht richtig. Das ist nicht richtig, das ist auch verbuggt gerade. Das kann ich halbwegs beurteilen. So, braucht man hier noch irgendwas von? Achso, der ist übrigens auch nicht standardmäßig an. Kann das daran liegen vielleicht, dass er im gemanagten Modus nicht arbeitet? Ne, er geht wieder auf 250 hoch. Okay, liegt auch nicht unbedingt am Flight Director Button. Flight Director Button sollte wirklich eigentlich keinen Einfluss auf das hier haben, sondern nur auf die Anzeige, bin ich der Meinung. Ja? Aber auch das ist eine Geschichte, die kann ich nicht hundertprozentig sagen. So, dann kommen wir jetzt auf eine Kurve drauf zu und gehen mal auf Slats runter. Mal gucken, ob er jetzt gemanagten Modus nimmt. Nein, geht er immer noch hoch. Okay. Jetzt hat er ist er wieder irgendwie so ein Zwischenmodus hängen geblieben, okay. Eieieiei, ne? Die lieben Airbusse, ja. Also einen richtig geilen Airbus haben wir eigentlich nur wirklich zwei. Oder wir haben nur zwei wirklich gute Airbusse, ne? Im Microsoft Flight Simulator momentan. Oh, die S-Speed. Ne, das ist zu tief. Guck dir das mal an. Das haut nicht hin. Zeigt er das hier wirklich so an? Ne, 178 eigentlich. Also ist auch verbuggt. Ja, ist auch wirklich gerade ein ganzes Ende verbuggt. Und wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, wir haben wirklich eigentlich nur zwei gute Airbusse momentan im Flugsimulator. Das ist der FBW und das ist der Phoenix. Ja, Punkt. Und was der LVFR momentan noch ein bisschen besser kann als der von Aerobus, ist wirklich dieses Folgen des Flugplanes und eine Kurve fliegen. Das habe ich gestern im Aerosoft Video nicht erklärt, weil wir nicht dazu gekommen sind, weil ich keinen Flugplan geflogen bin. Ja, aber das kann ich bestätigen, wenn das andere auch gesagt haben. Den Flugplan, da hat er so ein bisschen Probleme, ja, sich immer gleich ordentlich nach einer Kurve draufzusetzen. Da schlingert er ein bisschen und überzieht die Kurven auch. Das kann ich so bestätigen.
Und trotzdem habe ich es geschafft. Ne? Also ich verstehe nicht, wie Leute keinen kompletten Flug hinbekommen, wenn sie sich einfach nur an den normalen Prozeduren behalten, weil das hat definitiv geklappt. Das hatte ich am Wochenende gemacht, ja, mit dem Aerosoft Airbus. Und da hat dann auch der Approach-Modus funktioniert gehabt. Irgendwas zurücksetzen, haben wir irgendwas vergessen einzugeben? Eigentlich nicht. Also mache jetzt auch nichts anders als im Testflug, den ich genau vor dem Video auch gemacht habe. Exakt, ja, war gar keine große Pause zwischen. Und jetzt spackt der mehr rum als vorhin. Ja, minimal hat er jetzt auch überschossen. Es war aber auch eine ganz, ganz steile Kurve. Das ist okay. Aus dem Direct To. Die anderen fliegt er aber sauber. Also hoffe ich jetzt. Im Test hat er das gemacht, ne? Hier ist irgendein Schalter. App Light. Wo ist denn das versteckt? Ist hier irgendwo drunter? Ach, hier oben. Das ist Maplight. Da oben. Okay. So, ich werde jetzt mal ein Autoland probieren. Bin vorhin manuell geflogen. Und auch beim manuell Fliegen, muss ich sagen, hat der Aerosoft Airbus die Nase vorne. Also das Fly-by-Wire, das Programmierte, fühlt sich deutlich besser im Aerosoft Airbus an. Und jetzt fliegt er auch gerade hier nicht wirklich auf dem Flugplan. Also es ist verhext, ja. Setzt er sich da jetzt nochmal drauf oder nicht? Den haben wir doch gelöscht, den User-Wegpunkt, oder nicht? Ach Leute, ey, hört mir auf, ganz ehrlich. Das ist so krass, ja. Aber beim LVFR habe ich es wirklich auch nicht großartig anders erwartet. Ne? Also beim Aerosoft war ich auch erstaunt. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich nicht mehr erwartet hätte beim Aerosoft A330. Ne? Es spielt nur einfach für die aktuelle Bewertung für mich keine Rolle, was ich erwartet habe. Klar ist er nicht das, was das geworden, was die meisten sich erhofft haben und gewünscht haben. Aber ich bin auch nicht annähernd so enttäuscht wie einige. Ich verstehe das nicht, wie wichtig für einige Leute so ein Flugzeug-Add-on ist, dass es so einen großen Einfluss auf ihr Gemüt hat quasi. Ne? Für mich ist es einfach nicht wichtig genug. Aber es ist auch okay so, ja. Wir sind halt alle anders und wenn da einige Leute wirklich ganz, ganz richtig doll enttäuscht sind, dass es die wirklich richtig emotional mitnimmt, dann sind sie halt so. Die sind alle, wie wir sind. Aber unterschiedlich. So, ich habe jetzt nochmal versucht, den gemanagten Modus anzumachen und der ist jetzt erstmal wirklich bei den 178 geblieben, ja? Also so wie es da drin steht. Die S-Geschwindigkeit, auch wenn sie falsch angezeigt wird im FMS, im PFD. Ja. Mal gucken. So, ich bin schon eigentlich in den Sinkflug gegangen, aber er fängt nicht an. Und die Restrictions sollten eigentlich dahinter. Ich muss einen Open Descent machen, oder? Ich nehme mal den Modus hier. Ja, User-Wegpunkte, ja. Das ist das, was ganz oft Probleme verursacht in den Flugplänen. Deshalb haben nämlich ganz viele gute Airliner-Add-ons halt ein eigenes LNAV-Modul, ja, wo sie halt die Wegpunkte selber sich definieren über ein eigenes Flugplan-Modul, dass sie halt diese Standard-User-Wegpunkte zum Beispiel von Microsoft Flight Simulator Weltkarten-Flugplan-Modul nicht haben. Ne? Das ist unheimlich fehleranfällig, wenn ihr User-Wegpunkte irgendwo seht. Das ist immer schon mal echt schlecht. So, aber er scheint auch die Frequenz jetzt nicht automatisch reinzuladen. Das kann aber durchaus sein, dass er zu dicht war. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Fehler ankreiden.
Das ist auch nichts, was nicht leicht korrigiert werden kann. Okay, nimmt er nicht. Würde er wahrscheinlich nur automatisch nehmen. Das ist, ich probiere mal IBSW. Weil das mit der Kennung macht. Das ist verkehrt. Kenner erkennt er, aber Boos haut er auch nicht rein. Na, ist nicht so schlimm. Ja, Kugel fliegt da erstmal. Nukleiser wird angezeigt, Geislo wird auch angezeigt, das passt schon mal erstmal. Ach, guck mal, selbst die EFBs sind gesynkt, ja, na, ist okay. Ist okay, ist okay, ist halt so, ne? Es ist trotzdem okay, das Flugzeug, ja, wie gesagt, also. Es ist nicht schlecht, ich würde es nicht als Schrott bezeichnen. Es ist okay, das Flugzeug. Man kann das Teil fliegen und es gibt garantiert Leute, denen das auch Spaß machen würde damit. Ne? Also, keine Frage. Und vom Preis her liegt es halt auch gerade noch so im Rahmen von okay. Ja, dadurch haben wir jetzt, dadurch, dass wir hier jetzt gleich alle drei Engine-Varianten bei haben und eine Kabine, die für viele Leute vielleicht wichtig ist oder so, ist das vom Preis her dann auch nicht unbedingt schlecht. Das ist okay für den Preis, das ganze Produkt. Ja? Es ist halt nur nicht wirklich besser als der Aerosoft Airbus. Da bin ich einfach wirklich, das ist meine Meinung. Ja, der Aerosoft Airbus ist in ganz, ganz vielen Belangen besser, also und in, unter der Summe einfach besser als der von LVFR, das hätte ich auch überhaupt nicht anders erwartet, das ist jetzt für mich nichts Neues, ne? Deshalb wollte ich mir den von LVFR auch eigentlich gar nicht kaufen, weil ich genau weiß, den spiele ich nicht. Ich mache das jetzt nur für euch, um ein Video zu machen, ne? Weil ich werde das Ding nicht großartig sonst irgendwann weiter fliegen. Und wie gesagt, das Einzige, was momentan halt den Aerosoft Airbus durchaus so ein bisschen kritisch macht, in der Benutzbarkeit, sagen wir mal so, sind diese derben Bugs beim Aufsetzen, dass er da so extrem so ein Speed-Bump kriegt, ja, und der Bug halt mit dem Flugplanmodul, dass wir da teilweise nicht den Approach-Modus aktivieren können, wenn wir nicht wirklich im Flugplan drin sind und so eine Geschichte, ne, das sind so die zwei Sachen, wo ich sage, das ist ganz schön kritisch, gerade für den Aerosoft Airbus von der Benutzbarkeit her einfach. Ansonsten von den restlichen rein sachlichen Fakten und auch von den subjektiven Geschichten wie Textur, ja, finde ich den einfach besser von Aerosoft. Ach, wieder ein User-Wegpunkt, ne? Das ist. Der steht dann auch zum Beispiel nicht mal mit drin im Flugplan, ja, also da kommt jetzt wieder AdGub. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt wie folgt. Gehe jetzt in den Heading-Modus. Und dann gehen wir gleich in den Approach-Modus rein, fertig aus, bevor er jetzt hier noch irgendwie anfängt umzudrehen oder sowas. Komischerweise hört der Flugplan hier auch von der Anzeige beim Final-Punkt auf, der geht gar nicht bis zur Runway runter. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. Dreht rein, Localizer wird eingefangen. Hat aber wie gesagt beim Aerosoft Airbus auch geklappt. Ja, und wie gesagt, hier funktioniert halt immer nur ein Autopilot. Ja, das ist halt, weil, wie gesagt, der Standard. Hier ist ganz viel Standardsystemtiefe vom Flugsimulator hinter. Und der Standard Microsoft Flugsimulator in seinen ganzen Routinen hat nur einen Autopiloten in dieser Version vom Flugsimulator. Da hoffe ich, dass das im
2024 auch besser wird, dass man standardmäßig einfach vielleicht zwei Autopiloten haben kann für Airliner oder so. So, Gleitslug wird auch eingefangen. Flaps 2. Ja, jetzt gucken wir mal. Ne? Jetzt geht er nämlich auch nicht wirklich weiter runter mit der Geschwindigkeit, ja, im gemanagten Modus. Das war vorhin das Gleiche. Ja, Fahrwerk raus. Flaps 3. Ne. Der Speedbug bleibt einfach da stehen. Dann machen wir das manuell. Das waren 138, glaube ich. Ja. Na, das war 139. Ne, wir machen es genau. 138, zack. Ja, Autoland funktioniert trotzdem. Es ist halt, ja, für die Puristen, es steht halt nicht da, dual und sowas. Ja, funktionieren tut es ja trotzdem. Deshalb ist es für mich jetzt auch kein mega großer Kritikpunkt. Ja, aber rein für die Immersion, ja, schafft der Aerosoft Airbus das zu simulieren, ja, dass wir beide Autopiloten anmachen können und dann auch die entsprechenden Anzeigen hier im FMA haben. So, Flaps voll, beinahe vergessen, Speed Brakes und Auto Brakes. Alles andere sieht gut aus. Ja, und Autoland hatte ich zum Beispiel mit einem Aerosoft Airbus auch getestet am Wochenende. Das hat bei mir funktioniert. Ja, das kann ich auch nicht verstehen, warum das jetzt bei anderen nicht geht. Es scheint dann auch ein Bug zu sein, der nicht jeden betrifft. Ja, Land. Im FMA steht jetzt da Land. Ja, die entsprechenden Modi sind da. Da müsste auch Rollout und Flare kommen. Ja, also. Minimum. Oder Flair. Ja, beim Airbus kommt nur Flair, Rollout und Flair steht, glaube ich, nebeneinander in der Boeing da. Ja, aber irgendwie springt der Autopilot raus. Sollte eigentlich auch nicht sein, dass er rausbringt, der Autopilot. Der sollte ja im Rollout-Modus jetzt eigentlich weiter die Dings halten, ne? Aber das ist halt der Standard-Microsoft-Autopilot. Und ein richtig dolles Flair, schön war es auch nicht, ne? Also ein richtig cooles Autoland kann halt der Standard Microsoft Autopilot einfach nicht. Und das ist für viele auch ein, denke ich mal, ein ganz großer Minuspunkt. Das ist zum Beispiel für mich auch ein großer Minuspunkt, ja, wenn das Autoland nicht wirklich gut funktioniert. So. Speed Brakes. Bewegt sich der Hebel dann wirklich eigentlich in die Richtung? Bleibt er nicht eigentlich in der Stellung? Ah, ist auch egal. Das macht den Kohle jetzt auch nicht mehr fett, ne? er hält einfach nicht an. Ich bremse.
Ja, die Bremstemperaturen sind eigentlich 15 Grad, aber er hält irgendwie nicht an. Was haben wir jetzt noch für ein Problem? Es wird immer verrückter, liebe Leute, ganz ehrlich. Setz mal die Parkbremse. Das ist krass. Ja. Das ist schon wirklich fast genauso krass wie der Aufsetzbug im Aerosoft. Airbus. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass ich gar nicht mehr bremsen kann. Wir halten einfach nicht an. Das fehlt mir gerade irgendwie das Verständnis dafür. Hier kann man auch nicht die elektrischen Pumpen anschalten. Wird aber auch kein Hydraulikausfall angezeigt, werden auch keine Temperaturen großartig angezeigt. Ist das Fahrwerk draußen? Ja. Er will einfach nicht anhalten. Ja, meine Signale kommen durch, ne? Die Pedale bewegen sich. Parkbremse ist eigentlich aufgesetzt. Das ist so geil. Ach, liebe Leute, ja. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt Schluss, wenn er so weiter rollt. Dann ist es halt so. Gut, liebe Leute, das sollte schon gewesen sein. Wie gesagt, in meinen Augen auch ein Flugzeug, was okay ist. Ja, es ist wirklich noch okay, wenn jetzt vielleicht dieser Bug mit den Bremsen zum Beispiel nicht unbedingt wäre. Ja, so ganz bugfrei ist das Teil auch nicht. Aber Bugs an sich sind ja Geschichten, die möglicherweise gefixt werden. Ne? Und deshalb bin ich bei Bugs immer vorsichtig, wie stark ich die in die Bewertung schon mit reinnehme. Aber andere Geschichten hier, zum Beispiel Systemtiefe, die ist einfach nicht da. Ja, die ist einfach nur ganz normal Standard-Systemtiefe. Die ist deutlich besser im Aerosoft, Airbus. Von der Texturqualität her sind sie beide ähnlich. Vom Modell her, von der Anzahl der Polygone sind sie auch beide ähnlich. Ja, die Räder hier im LVFR Airbus sind nur ganz klein bisschen weniger eckig als die vom Aerosoft Airbus. Der LVFR hat eine Kabine, ja, für mich wirklich nicht relevant, für euch vielleicht schon, alles in Ordnung. Und ansonsten vom Flugmodell her, also vom händischen Fliegen, mir persönlich gefällt der von Aerosoft deutlich besser. Ja, das dort simulierte Fly-by-Wire wesentlich besser gefällt mir das. Und mir gefällt auch das Cockpit einfach wesentlich besser im Aerosoft Airbus. Ja, einfach von den Texturen und auch von der Beleuchtung her, also vom Ambient. Licht von der Umgebungsbeleuchtung, ja, vom Schattenfall und so einer Geschichte. Ja, also das ganze Cockpit-Feeling kommt bei mir einfach im Aerosoft A330 wesentlich besser rüber. Ja, und er hat auch wesentlich mehr klickbare Knöpfe. Dafür hat er keine Kabine zum Beispiel. Ja, das muss unterm Strich jeder für sich selber entscheiden, ja, welchen er besser findet und ob er sich überhaupt einkauft. Ja, das ist ja auch noch die Frage. Ne? Muss man sich jetzt unbedingt noch vorm 2024 überhaupt einen A330 kaufen? Ja, viele Leute werden es einfach machen, ich weiß es. Es ist einfach, viele Leute würden am liebsten einfach vielleicht sogar beide kaufen, ja, möglicherweise. Es gibt halt Leute, die wollen die Dinge einfach sammeln, warum auch immer. Ja, muss man akzeptieren, ist halt so. Ja, ich persönlich hoffe, oder ich denke, sagen wir es mal so, nicht hoffe, ich denke mal, dass der A330, der wirklich im FS 2024 nachher drin ist, dass der, wenn der ähnlich gut wird wie die anderen Inibels Airbusse, unterm Strich dann besser sein wird als der Aerosoft Airbus und auch der LVFR Airbus. Ja, der wird dann schon, denke ich, besser sein. Aber das kann man halt nicht hundertprozentig sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist eine Vermutung, ist eine Spekulation, ist eine Wahrscheinlichkeit, die darauf beruht, dass die anderen Airbusse von Inibels halt auch gar nicht so schlecht sind und einfach, ich sag mal, besser wären als jetzt diese beiden hier, ne, die wir gerade momentan neu haben. Ja, aber hundertprozentig werden wir es erst wissen, wenn es wirklich soweit ist. Deshalb kann ich das auch nicht wirklich mit einbeziehen, irgendwie in die Bewertung oder so. Es ist irgendwas in der Zukunft, ne? Was nicht feststeht. Gut, liebe Leute, machen wir Schluss. Am Ende dann wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Microsoft Flight Simulator. Wir haben inzwischen schon mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle. Und ich kann euch noch mal anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt, dann kommt dazu uns auf den Discord und kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort auch einfach nur mit anderen Leuten ein bisschen austauschen, rumchatten oder euch über unsere Voice-Kanäle unterhalten. Den Link zum Discord findet ihr auf meiner YouTube-Seite bzw. auch in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat und euch jetzt noch ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube.
Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!